Suchmaschinenoptimierung und Backlinks. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IHMHG und Sie schauen website-marketing.ch. Der Pinguin-Update, über den haben wir jetzt vermehrt berichtet, der hat sich mit dem Thema Backlinks beschäftigt. Also wie viele Links zeigen auf meine Seite drauf, von welchen Seiten kommen die und kommen die beispielsweise vom Keyword aus. Und gerade der Pinguin-Update sollte ja das abgestraft haben, das war auf jeden Fall mal das Thema. Das heißt, wenn das Keyword das linkgebende Element ist, also der Ankertext vom Link, das Keyword ist, das ich pushen will, dann merkt das Google und straft das ab. Dem ist in unserem Fall überhaupt nicht so, das werde ich gleich aufzeigen. Wir haben hier die Statistik wieder von Search Metrics, die hatten wir auch schon gesehen und da sehe ich hier an ungefähr 9. Stelle hier kommen Anteil Backlinks mit Keyword, mit einer Korrelation zu einer besseren Position. Das heißt, dieser Faktor trägt zu einer besseren Position bei. Würde also auch widerlegen, was wir gehört haben. Vielleicht kurz, was wir gemacht haben. Wir haben im Footer drin von unseren Websites, die wir erstellen, haben wir das Created by INM früher verlinkt. Und zwar hieß das früher Webdesign und CMS bei INM. Dann haben wir das rausgenommen. Sie sehen hier, da ist kein Link mehr drauf, sondern es ist ganz einfach ein Text. Denn wir hatten oder wollten versuchen, ob das jetzt irgendeinen Vorteil bringt. Vielleicht ganz kurz, wir waren zum Zeitpunkt vor einem Jahr auf Position 1 bis 3, das waren so unsere Positionen mit der INM-Seite zum Thema, zum Keyword Web Design. Also hat man überall die Links rausgenommen, um zu schauen, ob das irgendeinen Einfluss hat. Man sieht hier ein Beispiel, wie es eben mit Links ausgeschaut hat. Webdesign ist auf eine Seite gelinkt und CMS ist auf eine Seite gelinkt. Also ganz klar, direkt vom Keyword aus auf die Seite gelinkt, was ja eigentlich ein Nachteil sein sollte oder abgestraft werden müsste. Auch hier nochmal ein Beispiel. Hier unten direkt von Webdesign auf die Startseite und von CMS auf, in dem Fall, die CMS-Seite. Nun, hatte das einen Einfluss oder nicht auf unsere Position? Hat sich da irgendwas verbessert? Und das ist jetzt der schockierende Teil. Diese Grafik hier zeigt die Entwicklung des Keywords Webdesign zu unserer Webseite inm.ch und man kann hier sehr schön sehen, im Mai, Juni, Juli und August, September waren wir noch ganz okay positioniert und eben genau hier haben wir diese Maßnahmen ergriffen, also im September drin und siehe da, was passiert, das Keyword hat zerrissen, total abgestürzt bis heute im März auf 136 zurück. Und das hat überhaupt keinen anderen Einfluss gehabt, denn wir haben an der Seite nichts geändert. Das Redesign hatten wir im letzten März, April gemacht. Das hat also keinen Einfluss mehr, sondern das hat ganz eindeutig damit zu tun, dass wir eben diese Footerlinks, was ja eigentlich schlechte Links sind, denn diese Links haben mit dem Thema nichts zu tun auf der Seite, weil keiner unserer Kunden schreibt zum Thema Webdesign. Was, das ist eigentlich überhaupt keine Themenrelevanz gegeben. Der Link kommt direkt vom Keyword aus, geht direkt auf die Seite, auf der das Keyword draufsteht. Also ganz klar ein Thema für den Pinguin-Update, aber da ist nichts passiert. Im Gegenteil, wir sind abgestürzt, weil uns diese Links heute fehlen. Die sind jetzt langsam wieder drin und ich nehme an, oder hoffe zumindest, dass ich das wieder besser über das werde ich natürlich wieder berichten. Also Backlinks immer noch ein ganz wichtiges Thema, anscheinend sogar, wenn sie vom Keyword auskommen. Würde mich interessieren, ob ihr Erfahrungen gemacht habt, Kommentare wie immer hier unten. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr hier abonnieren. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INM AG und Sie haben website-marketing.ch geschaut.